einer Erklärung gegen den römischen Kurs. Auch viele Nichtdeutsche schließen sich an. Das heißt, dass eine gewisse, übrigens in der Natur der Sache bis zu einem Teil liegende Spannung und auch eine gewisse Vertrauenskrise zwischen einem Teil der Theologen, nicht nur in Deutschland, aber sehr deutlich auch in Deutschland, und dem päpstlichen Lehramt besteht. Ich bin überzeugt, dass man in Rom nach all diesen Vorgängen sehr sensibel ist. Das spüre ich hier. Und ich bin überzeugt, dass wenn es einfach so ist, dass alle sich genau an die Vereinbarungen halten, an unsere Konkordate, und das so läuft, dann gibt es gewiss keinen Ärger. Einig wirken sie nicht, die beiden Meistertheologen Ratzinger und Lehmann, und Ärger mit unbotmäßigen Professoren sollte es auch weiterhin geben. Die Kölner Erklärung gilt im Vatikan fortan als eine Art schwarze Liste der europäischen Theologie. Von dieser